So zahlreich erschienen seid zu meinen kurzen Erläuterungen zu der Frage, was macht ein Berufshaxor? Ich gehe mal davon aus, dass ihr auch den Vortrag von Frank Rieger gehört habt gestern. Und der hat ja schon eigentlich gesagt, dass ein Hacker eigentlich jemand ist, der für ein Problem eine kreative Lösung findet. Und deswegen können Hacker ja auch erstmal grundsätzlich überall arbeiten, ja, wo kreative Lösungen verlangt werden. Und einige Hacker arbeiten sogar da, wo keine kreativen Lösungen verlangt werden. Die suchen sich aber dann früher oder später andere Jobs. Und worüber ich jetzt spreche, ist quasi jemand, der wirklich von diesem großen Bereich des Hackings, den es gibt, den kleinen Bereich der IT-Security behandelt. Ja? Also das, was der Hacker, den irgendwie die Zeitungen im Kopf haben, wenn sie mal wieder jemanden drucken, der mit einer Sturmmaske vor dem Computer sitzt. Und grundsätzlich würde ich ja sagen, man hat ja wie mit allem anderen, was man kann, immer zwei Möglichkeiten. Man kann das irgendwie so machen, dass man damit irgendwie auf dem Pfad der Tugend und des Gesetzes ist oder eben nicht. Ja, das können alle machen. Das kann jemand machen, der beim Schlüsseldienst ist. Das kann jemand machen, der Fahrzeuge herstellt, wie wir jetzt kürzlich gesehen haben. Und so ist das natürlich auch bei der IT-Sicherheit. Man kann sich einmal dafür einsetzen, dass Sicherheit für, sagen wir mal, Gruppen oder die Allgemeinheit steigt. Oder man kann sich dafür einsetzen, dass irgendwie Unsicherheit, die besteht, zum eigenen Vorteil ausgenutzt wird. Und was sich in dieser Hacker-Berufswelt oder Szene so ein bisschen durchgesetzt hat, ist der White Hat und der Black Hat-Begriff. Ja, also die Hacker mit den schwarzen Hüten, das sind die Bösen, die irgendwie zu ihrem eigenen Profit hacken und vielleicht auch kriminelle Sachen machen. Und die Weißen mit den weißen Hüten sind diejenigen, die, sagen wir mal, darauf hinarbeiten, dass Sicherheit abnimmt, Sicherheit zunimmt. Dass Sicherheit zunimmt, das heißt aber nicht, dass sie nicht davon auch einen Profit machen können. Ja, aber die Frage ist einfach so, im Prinzip verläuft die Grenze da so bei so einer moralisch-ethischen Beurteilung. Ja, also jemand, der Facebook hackt und Leute erpresst, der wäre dann wahrscheinlich eher so auf dieser schwarzen Seite. Aber jemand, der eben auf Sicherheitslücken bei Facebook aufmerksam macht und dafür sorgt, dass die geschlossen werden, der wäre eher auf der weißen Seite. Aber wie immer bei Schwarz-Weiß-Denken ist die Welt am Ende auch ein bisschen grau in der Mitte. Prinzipiell kann man sagen, die Whiteheads sind auf jeden Fall bemüht, nicht am Ende sowas zu tragen. Die Blackheads auch. Aber die Whiteheads haben halt irgendwie haben ein Einkommen, was man auch versteuern kann. Ich denke, versteuern muss dann auch leider, das ist der andere ärgerliche Teil. So, als Whitehead-Hacker so kann man zwei Sachen machen. Man kann natürlich einfach so durchs Internet stromern und nach Sicherheitslücken suchen. Oder auch natürlich, es geht nicht nur um Sachen im Internet, man kann ja auch Technologien erforschen, elektronische Türschlösser, Wegversperren von Autos. Es gibt viele Sicherheitstechniken, die gerne erforscht werden möchten. Und denen widmet man sich dann so vielleicht mal in seiner Freizeit, vielleicht während dem Studium, vielleicht schon in der Schule. Und wenn man dann etwas gefunden hat, wenn man eine Möglichkeit gefunden hat, ein Sicherheitssystem zu umgehen, dann macht man in der Regel zunächst einmal denjenigen oder diejenigen darauf aufmerksam, die dieses Sicherheitssystem irgendwie betreiben. Ja? Also wenn ich jetzt eine Sicherheitslücke in einer Wegfahrsperre von VW finde, dann wäre es in der Regel freundlich, erstmal VW darüber in Kenntnis zu setzen. Ja? Vielleicht möchten die ja etwas dagegen tun. Eine Rückrufaktion zum Beispiel. Oder vielleicht auch nicht. In dem zweiten Fall macht man dann in der Regel irgendwann nach einer vereinbarten Zeit die Öffentlichkeit darauf aufmerksam, dass es diese Sicherheitslücke gab. Wenn die Sicherheitslücke beseitigt wird, macht man das auch gerne. Das ist dann quasi das, was Hackerkonferenzen hauptsächlich die Inhalte verpasst und was auch so ein bisschen natürlich dazu beiträgt, dass man seinen eigenen Namen voranbringt. Ja, wenn man irgendwie ein Sicherheitssystem vor sich hat, wo bisher alle dran gescheitert sind und man findet da eine Schwachstelle und kann das umgehen, dann will man damit natürlich auch angeben. Ja, und dafür haben wir dann Hackerkonferenzen, damit alle erzählen können, was sie gemacht haben. Einerseits, um auch natürlich durchaus mal
zu sagen, hier, guck mal, was ich alles kann. So, das ist natürlich auch das, was daran irgendwie interessant ist, aber was in Wirklichkeit natürlich das gesellschaftliche Korrektiv ist, dass dieses Wissen natürlich dann auch in die Welt hinausgetragen wird. Ja? Wenn es eine Möglichkeit gibt, wenn ihr ein unsicheres Türschloss habt oder eine schlechte Verschlüsselung für eure E-Mails benutzt, dann wollt ihr das ja wissen, weil sich ja unter anderen Umständen eben Menschen auf diese Technologien verlassen und davon ausgehen, dass die sicher sind. Ja? Und da findet also eine ständige Evolution statt zwischen Leuten, die Sicherheitskonzepte oder Sicherheitstechnologien bauen und anderen, die sie angreifen. Ja? Und diese Sicherheitstechnologien angreifen, können entweder sagen, okay, wir machen sofort zum Schaden der Nutzer, wir machen Angriffe auf Online-Banking, um uns selber zu bereichern, oder man kann eben sagen, wir machen Angriffe auf Online-Banking, um die Banken darauf aufmerksam zu machen und ihnen zu helfen, das Ding abzusichern. Aber irgendwann denkt man sich ja auch so, naja, Banken haben relativ viel Geld und ich relativ wenig. Warum sollte ich denen jetzt auch noch kostenlos ihre Sicherheitslücken fixen? Ja? Deswegen gibt es dann noch so diesen sehr breiten Bereich der Auftragshacker, ja? Also sogenannter Penetration-Tester, wo also dann jetzt in diesem Beispiel eine Bank sagt, ah, das wäre ja schon recht ärgerlich, wenn irgendwelche Hacker unser Online-Banking kaputt machen. Und bevor das passiert, holen wir uns mal lieber irgendwie nicht so kriminelle Hacker oder gar nicht kriminelle Hacker und lassen die das Ding mal abklopfen. Ja? Und die sollen einfach mal gucken, ob sie irgendwie daran vorbeikommen, wie sie daran vorbeikommen. Und wenn sie fertig sind, sollen sie uns sagen, wie sie das gemacht haben, damit wir unsere Sicherheit erhöhen können. Und das ist also dann quasi das, wo man von einem Unternehmen bestellt wird und die sagen, hier, wir haben uns hier was überlegt, wir wollen das mal von euch überprüfen lassen und wir wollen mal wissen, was ihr davon haltet. Da hat man in der Regel am Anfang immer so eine Debatte, ob man jetzt ein Blackbox oder ein Whitebox-Review macht. Das hat nichts mit den beiden Hüten zu tun, sondern einfach damit zu tun, wie viel weiß ich vorher über das System. Ja? Man hat häufig so mit Teams zu tun, die dann sagen so, ja, hack mal. Und dann so, ja, wie viel Zeit haben wir? Ihr habt irgendwie 10 Tage in Auftrag gegeben. So. In den 10 Tagen werden wir es wahrscheinlich nicht hinbekommen. So. Dann könnt ihr euch zurücklehnen und sagen, okay, die haben es in 10 Tagen nicht hingekriegt. Dann habt ihr aber auch für euer Geld im Prinzip nichts bekommen. Also plädiere ich in der Regel dafür, dass wir ein Whitebox-Review machen, wo wir möglichst viel über das System wissen. Ja? Wir gehen also davon aus, dass wir weniger Zeit haben als ein Angreifer, weil der Angreifer im Zweifelsfall auch mehr Geld dafür bekommt, wenn er Erfolg hat. Und das heißt, wir wollen also in der Regel relativ viel über das System wissen, was wir angreifen sollen und vor allem uns dann auch überlegen, welche Art von Angriff ist denn hier das Relevante. Und dann schaut man sich so ein bisschen die Sachen an, also je nachdem, was es jetzt ist. Ne? Bei einer Wegfahrsperre gibt es jetzt relativ wenig Code-Review zu machen oder so, aber man kriegt quasi schon so ein bisschen was über dieses System erklärt, um zu sehen, ah, wo sind denn da Schwachstellen oder wo könnte denn da eine sein. Ja, man kann also mal in den Code schauen. PS darf man eigentlich sowieso nie, kriegt man auch nie, aber wir verlangen es immer mal am Anfang. Man darf sich die Architektur mal anschauen, da kriegt man schon eher was gezeigt. Also wie haben wir uns das mit diesem Netz gedacht, wie ist da vielleicht der Kommunikationsflow zwischen den Geräten? Und dann hat man irgendwie so ein bisschen Wissen und hat vielleicht schon so ein leichtes Gefühl dafür, okay, ja, so in diesem Bereich, in dieser Kommunikation, da haben sie was vielleicht ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt oder so und da möchte ich jetzt mal irgendwie einen schmerzhaften Finger drauflegen. Und dann versucht man eben, Sicherheitslücken in dem System zu finden. Und das ist dann ein relativ steiniger Weg, an dessen Ende aber immer auf die eine oder die andere Weise irgendeine Form von Erfolg steht. Nicht immer hat man dann vielleicht die Bank so gehackt, dass man jetzt alles Geld mitnehmen könnte. Oder nicht immer gelingen einem so spektakuläre Sachen wie jetzt irgendwie vor einigen Wochen Charlie Miller und seinem Team, die dann irgendwie direkt so einen ganzen Jeep gehackt haben und damit irgendwie fahren und bremsen konnten, während jemand anders drin saß. Sondern man findet dann auch so vielleicht kleinere Problemchen, ne? Wo man sagt, okay, wir hatten jetzt nur 10 Tage Zeit, es hat jetzt nicht gereicht, um euch komplett kaputt zu machen, aber da ist einfach nur unangenehme Sicherheitslücke, die solltet ihr einfach schließen.
Gleichzeitig ist es sehr wichtig, bei so einem Pentest ungefähr den Scope zu definieren. Also was wollen wir überhaupt genau anschauen, welches System und wie viel? Weil mit ausreichend Zeit und Platz ist gerade so ein Unternehmen ja relativ groß und da hat man ja 1000 Möglichkeiten anzugreifen. Also ich kann ja sagen, zum Beispiel, wenn ich ein Mobilfunknetz hacken möchte, kann ich ja auch einfach den Administratoren des Mobilfunknetzes irgendwie ein Virus unterspielen und dann von deren Computern aus in mühsiger Kleinarbeit irgendwann das Mobilfunknetz kaputt machen. Deshalb beschränkt man es in der Regel so ein bisschen auf, okay, Mobilfunknetz angreifen von der Luftseite, also von einem Telefon aus oder so. Ja, wie gesagt, am Ende steht dann irgendwann eine Liste an Sicherheitslücken und dann fängt der teilweise noch ganz interessante Teil, häufig aber auch nur nicht mehr ganz so interessante Teil an, nämlich die Sicherheitslücken irgendwie loszuwerden. Denn das ist das, wofür das Unternehmen ja eigentlich Geld ausgibt. Sie sagen ja, okay, wir geben jetzt relativ viel Geld aus, damit Leute uns hacken, damit sie uns sagen, wie sie es gemacht haben, damit die Nächsten, die kommen, das nicht schaffen. Und je nachdem, mit wem man es dann zu tun hat, kann das aber auch gerne mal relativ bürokratisch werden, weil dann natürlich die Unternehmen oder die anderen Teams, die da betroffen sind, dann vielleicht gerade andere Arbeit haben oder mit einem diskutieren wollen oder das als ein schlechtes Zeugnis ihrer Arbeit sehen und dann immer sagen, nee, so kann man uns gar nicht hacken oder so. Da hat man dann also noch einen relativ signifikanten Anteil, wo man dann auch wirklich mit den Ingenieuren sprechen muss und sagen muss, ja, ich weiß, du hast das gut gemeint, aber gut ist halt das Gegenteil von gut gemeint und deswegen machen wir es jetzt nochmal richtig oder so. Ja, ich mache das in der Regel, versuche ich da ein bisschen freundlicher zu sein, weil man in der Regel die Sachen auch nicht durchgedrückt bekommt, wenn die Leute es nicht selber einsehen. Da fängt dann also der Teil an, wo man auch wirklich ein bisschen argumentieren muss, vielleicht auch mal ein bisschen verhandeln muss, welche Sicherheitslücke denn jetzt wichtiger ist als die andere. Und leider auch immer mal wieder Unternehmen hat, die bestimmte Sicherheitslücken dann nicht schließen wollen. Das ist dann eben deren Problem, aber nicht meins. Also, ich hoffe, ich habe euch so ein bisschen gezeigt. Man kann auch diese lustigen, interessanten Rätsel, die einem die IT-Security immer wieder in den Weg stellt, auf legalem Wege in interessanten Bereichen lösen. Und ich denke, das Schöne an diesem Beruf ist, dass man eben ohne die stetige Angst lebt, dass einem die Geschäftspartner einen kleinen Finger abschneiden. Die zahlen in der Regel ihre Rechnungen. Und man hat irgendwie interessante Sachen herauszufinden und auch oft sehr coole Teams, mit denen man arbeitet. Ich denke, das war alles, was ich so dazu sagen kann. Es sei denn, ihr habt noch Fragen an mich. Vielen Dank.